Im folgenden Abschnitt soll das Pferd lernen, unterschiedliche Druckimpulse in Bewegung umzusetzen. Das ist der Kontakt, den jedes Pferd fühlt, das Signal, das ausreicht, um eine Empfindung beim Pferd zu erreichen. Ob das Pferd dann diese Empfindung in kooperative Reaktion umsetzt oder nicht, das hängt davon ab, ob es Verständnis für die Forderung oder die Zusammenhänge hat, ob es das Signal versteht. Das setzt voraus, dass der Trainer vorher sich Mühe gemacht hat, System in sein Signalement hineinzubegeben. So. Jetzt gehen wir mal auf die Hinterhand. Hier das gleiche Prinzip, erstmal nur generelles Ausweichen. Werden Druck und Nachgiebigkeit richtig abgestimmt, dann lernt das Pferd sehr schnell, auf Druckimpulse an verschiedenen Körperbereichen mit Nachgiebigkeit oder Weichen zu reagieren. Diese Übung wird in beide Richtungen und mit unterschiedlicher Intensität ausgeführt. Ist der Druck stärker, soll auch die Reaktion entsprechend sein. Fünftens, Fencing, Kontrolle an der Hand. In Lektion 5 wird dem Pferd vermittelt, dass Druckimpulse am Kopf der Verständigung dienen und dass mittels dieser Signale Grenzen aufgezeigt werden. Es lernt die Ankündigungskommandos Wow und Turn. Mit dieser Übung wird die Kontrolle an der Hand und am Halfter präzisiert. Der Zaum dient als Barriere, die das Pferd zum Anhalten veranlasst. Der Ausbilder kündigt mit dem Stimmkommando das Anhalten nur an. Wow. Turn. Wow. Turn. Oh. Turn. Oh. There you go. Turn. Durch geschickte Positionsveränderung dirigiert Peter Kreinberg das Pferd in die Wendung. Die kündigt er jeweils mit entsprechendem Kommando an. Turn. 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 Oh. Sechstens. Desensibilisierung und Druckakzeptanz. Im sechsten Schritt lernt das Pferd, Druckeinwirkungen und Kontakte an allen Körperbereichen zu dulden und nachgiebig zu reagieren. Pferde können auf einengende Körpereinflüsse und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit ängstlich reagieren. Es ist deshalb wichtig, ihnen diese neuen Erfahrungen systematisch und ruhig zu vermitteln. Man nennt diese Ausbildungsphase auch das Aussacken. Jedes Pferd reagiert anders auf diese Maßnahmen und deshalb ist sehr viel Ruhe, Fingerspitzengefühl, Erfahrung und Umsicht nötig. Peter Kreinberg streicht und klopft Lucy mit der Satteldecke überall ab. Um Pferde für die Berührung von Sattel, Gurten und Ähnlichem vorzubereiten, legt Peter Kreinberg dem Pferd eine Seilschlinge um den Rumpf und longiert die Stute damit. Rutscht diese Schlinge zu weit nach hinten, so ist es sinnvoll, das Pferd anzuhalten und das Seil wieder in der Sattellage zu platzieren.
Die anfänglich lose Schlinge wird mit der Zeit mit mehr Druck gespannt. Sollte sich das Pferd anfänglich verkrampfen oder bocken, so hält der Ausbilder einen leichten Druckkontakt aufrecht. Der muss sich aber sofort lockern, wenn das Pferd normal und entspannt weiterläuft. Keinesfalls darf bei dieser Übung grob am Seil gezogen werden. Mit der Zeit wird der Druck graduell erhöht, bis das Pferd auch auf diesen Körperkontakt nachgiebig reagiert. Das Prinzip ist ihm vertraut. Nur der Körperbereich, an dem es den Druck akzeptieren soll, ist für das Pferd neu. Easy. There we go. Schließlich gibt Lucy nach. Das Ziel dieser Übung ist erreicht. Dann stehen Kontakt und Druckakzeptanz an den Beinen auf dem Programm. Zunächst beginnt Peter Kreinberg mit losem Kontakt, um auch hier langsam den Druck aufzubauen. Solange das Pferd dagegen agiert, hält er einen leichten Druckkontakt aufrecht. Erst bei Entspannung und Nachgiebigkeit gibt er den Druckkontakt auf. Während dieser Übung zieht er aber niemals aktiv mit Krafteinwirkung am Seil. Außerdem ist es wichtig, nur in der natürlichen Bewegungsrichtung der Gelenke auf die Nachgiebigkeit hinzuwirken. Sobald Lucy zur vollständigen Nachgiebigkeit bereit ist, lässt Peter Kreinberg das Rope komplett locker. Das Auflegen der Satteldecke ist durch die schrittweise Vorbereitung in der Regel nicht mehr problematisch. Lucy bleibt vertrauensvoll am losen Seil stehen, auch als Peter Kreinberg den Sattel auflegt. Entscheidend auch hier, alles soll in Ruhe und Gelassenheit vor sich gehen. Wenn jeder Handgriff selbstverständlich und ohne Hektik passiert, hat das Pferd keinen Grund, ängstlich oder aufgeregt zu sein. Im Schritt und Trab akzeptieren die meisten Pferde den Sattel problemlos. Erst beim Übergang zum Galopp kann das Pferd einige Bocksprünge machen. Lucy wird so lange angetrieben, bis sie flüssiger galoppiert. Durch wiederholtes Anhalten und Wenden wird die Stute in allen Bewegungssituationen immer vertrauter mit dem ungewohnten Sattel auf ihrem Rücken.
Mit einem dicken Baumwollseil, lose an den Sattel gehängt, lernt Lucy einmal mehr, Berührungen an den Hinterbeinen zu akzeptieren. Diese Übung ist eine sinnvolle Vorbereitung auf die Arbeit mit der Doppellonge, die später gezeigt wird. Sichtbar auch hier wieder, wie wenig Aufregung beim Pferd entsteht, wenn konsequent Schritt für Schritt vorgegangen wird. Siebtens. Immobilisierung und Geduld. Ein Reitpferd muss lernen, dass es nicht nur zeitweilig in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden kann, sondern auch über einen längeren Zeitraum. Es soll erkennen, dass es sehr viel komfortabler ist, in solchen Situationen stillzustehen und geduldig zu sein, anstatt sich gegen diese Einschränkungen zu wehren. Die meisten Pferde sind zum Zeitpunkt des Anreitens schon angebunden gewesen, doch viele haben diese Situation noch nicht akzeptiert. Sie sind häufig unruhig, scharren mit den Vorderhufen, ziehen rückwärts am Anbindeseil oder versuchen, sich anderweitig zu befreien. Diese freistehende Anbindekonstruktion ist verletzungssicher und macht den Pferden schnell klar, wie anstrengend es ist, sich dauerhaft gegen das Angebundensein zu wehren. Regelmäßige Anbindeübungen helfen dem Pferd, Geduld zu entwickeln. Bei Pferden, die durch ihr Verhalten dazu neigen, sich selbst zu gefährden, ist es ratsam, Anbindebedingungen zu schaffen, in denen die Verletzungsgefahr in jedem Falle reduziert ist. Es muss auch gewährleistet sein, dass die Pferde dabei nicht unbeaufsichtigt bleiben.